So, hallo Leute, wahrscheinlich kennt ihr mich noch aus diesem Video. Warum gehen Krokodile so schwul? Sie gehen, als hätten sie sich gerade in den Ecke gemacht. Unsere Statistikabteilung hat herausgefunden, dass ungefähr jeder Mensch mit Internetanschluss in diesem Land dieses Video gesehen hat. Das bedeutet, dieses Video haben ungefähr 40 Millionen Frauen gesehen und ich bin immer noch Single. Fuck my life. Dabei sehe ich heute so viel besser aus als damals. Falls du also eine von 40 Millionen Frauen im heiratsfähigen Alter bist, dann melde dich doch bitte unter dieser Adresse. Wow. Das war verzweifelt. Kommen wir aber zum heutigen Videothema. Das heutige Videothema ist Teleshopping. Haben Sie auch dieses Problem? Okay, nein, ernsthaft. Leute, ich habe in letzter Zeit den Fehler gemacht, mich zu viel mit Verschwörungstheoretikern zu unterhalten. Und als ich mich dann wieder mal so durchs Internet geklickt habe, da fielen mir einige Produkte ins Auge, die man als Verschwörungstheoretiker so haben sollte. Aber hey, fangen wir einfach an mit der Ots-Orgonite-Akasha-Säule. Die Ots-Orgonite-Akasha-Säule mit einem Original-Orgonit-Sockel mit 7 Kupferstangen für nur schlappe 4.450 Euro. Bestellt jetzt mit dem Link in der Beschreibung. Also ernsthaft, ich habe da jetzt einen Amazon-Affiliate-Link reingesetzt. Du fragst dich jetzt vielleicht, aber Clemens, was soll ich denn mit einer Ots-Orgonite-Akasha-Säule mit Orgonit-Sockel und 7 Kupferstangen? Nun, mein Freund, das möchte ich dir erzählen, denn die Ots-Orgonite-Akasha-Säule mit einem Orgonit-Sockel mit 7 Kupferstangen besitzt einen Sockel mit gerade mal einem 20 Kilogramm schweren Orgoniten, einem Spirale Mandalas und Symbole eingearbeitet werden, um weitere energetische Prozesse zu aktivieren. Nicht nur ist die Verarbeitung hochwertig aus reinem Kupfer, was man sonst nirgends findet auf dieser Welt. Nirgends, also wirklich nichts wird aus reinem Kupfer verarbeitet. Was könnte nur aus reinem Kupfer sein? Ich habe keine Ahnung. Reines Kupfer, super selten. Und zusätzlich sogar noch farbechten und hochwertigen Edelstein und wetterbeständigem Kunstharz. Wow, herzlichen Glückwunsch, da hat jemand die Wegbeschreibung zum Baumarkt gefunden. Aber hey, wer bin ich schon, euch zu erzählen, was die Ots-Orgonite-Akasha-Säule mit Original-Orgonit-Sockel und 7 Kupferstangen kann? Lesen wir doch dazu lieber mal die Produktbeschreibung. Die Akasha-Säule, ein Instrument zur Anhebung der Energie und des Bewusstseins. Die Akasha-Säule, Seitenbacher Müsli. Ich weiß, das steht da nicht, aber ich weiß, passend. Die ist sogar registriert auf dem US-amerikanischen Patentamt. Ich meine natürlich, die Akasha-Säule ist das größte Orgonit-Produkt in unserem Sortiment und ist gleichzeitig das Flaggschiff von Ots Orgonite. In einem aufwendigen und zeitintensiven Prozess in liebevoller Handarbeit hergestellt, ist die Akasha-Säule das Resultat aus langjähriger Erfahrung und ständiger Vereinfachung. Die Akasha-Säule ist für den Einsatz im Garten und im Haus gedacht und dient der Harmonisierung des gesamten Wohngebiets. Wohngebiet? So wie der Atmosphäre. Australien stellt jetzt Akasha-Säulen auf. Hey, das Ozonloch ist wieder zu. Durch seinen einzigartigen Aufbau ist es in der Lage, Orgon, also Lebensenergie, zu sammeln und in die Atmosphäre aufzugeben. Dadurch können energetische Verschmutzungen, wie zum Beispiel Chemtrails, damit können Sie also Chemtrails durch seinen einzigartigen Aufbau ist es in der Lage, Orgon, Lebensenergie zu sammeln und in die Atmosphäre abzugeben. Dadurch können energetische Verschmutzungen wie zum Beispiel Chemtrails des Himmels und der gesamten Umgebung durch die einströmende Lebensenergie harmonisiert werden. Whatever the fuck that means. Meine Damen und Herren, Jahrtausende lang wussten die Menschen einfach nicht, dass sie eigentlich schon tot sind wegen einfach zu wenig Orgon in der Umgebungsatmosphäre. Sie wussten es einfach nicht. Hätten sie es gewusst, sie wären tot gewesen. Aber heute ist der Tag gekommen, an dem sie lernen,
Wir brauchen mehr Orgon. Kaufen Sie jetzt die Ozorgonite Akasha-Säule für nur 4.450 Euro, um die Chemtrails in Ihrem Garten zu harmonisieren. So entsteht ein energetischer Ort der Erholung und Entspannung. Auf der Akasha-Ebene können direkt Ideen und Gedanken auf die materielle Ebene manifestiert werden. Wie zum Beispiel, ich will meine 4.450 Euro wieder zurück. In Fachkreisen nennt man diesen Vorgang Rückgaberecht. Kundenfragen und Antwort. Kann ich mir das Gerät auch hinten einführen? Da Eng nun mal ein dehnbarer Begriff ist, sollte die Tatsache, dass das Produkt 2,2 Meter lang ist und 40 cm breit ist, eigentlich kein Problem bei rektalen Anwendungen, wenn die Akasha-Säule tascht. Wir empfehlen hierbei trotzdem die zusätzliche Verwendung von Akasha-Anhalt-Gleitcreme. Hergestellt aus 100% biologisch angebauten Orgon. Ohne jegliche Konserven und Chemtrail-Zusätze. Alter. Ich muss meinen Vorrednern widersprechen. Nachdem ich mit meinem Urteilchenstrahle einen konzentrierten Orgon-Impuls auf den morphogenetischen Kern meiner Akasha-Säule abgefeuert habe, ist es mir gelungen, die Power des Cores zu verdoppeln. So komme ich bei Vollmond auf knapp 5,2 Parasekunden. Der Reichweite während einer Konjunktion wage ich gar nicht zu träumen. Achtung, das ist nur was für erfahrene Overclocker. Im Fehlerfall kommt es zum Karma-Freeze. Da ist schon mal passiert, dass Brahma, Gandhi und ein rosa Elefant bei euch durchs Wohnzimmer marschieren. Wenn ich das aber richtig sehe, dann ist der Austrittspunkt hier oben diese Pyramide. Und ich habe mich jetzt ein bisschen mit diesen Leuten da echt in Kontakt gesetzt, ne? Und was die gar nicht abkönnen, sind Pyramiden. Wegen Freimaurersymbolik und so einem Kram. Und was ist hier oben drauf? Eine Pyramide. So, und aus genau diesem Grund muss ich leider auch mal noch eine Frage stellen. Kann man den Analplug austauschen? Mir gefällt diese Freimaurer-Symbolik nicht. Okay, kommen wir zu den Top-Kunden-Rezensionen. Wer stellt eine Säule in Kälte und Hitze? Es ist ein Kunde mit Anometz. Akasha hält ihn wohl nicht wahr. Du kriegst eine lemurische Pyramide. Das sind bloß gesättigte Polymer. Wer kennt sie nicht, die gesättigten Polyamide? Das sind die schlechten. Viel besser ist es, Öle zu kaufen mit ungesättigten Polyamiden. Ich harmonisiere dir die astrale Gestalt. Das Informationsfeld wird kräftig geballt. Oh Kunde, jetzt ist es zu spät. Der Chembuster hat ja den Kopf verdreht. Den Rezensenten graut's, er surft geschwind fort. War alles nur Ruf im Wind? Erreicht mit Mühe des Reimes Schluss. Mancher glaubt doch jeden Stuss. Jens König, meine Damen und Herren, Jens König. Kriegt man den auch aus Erlenholz? Lesen wir aber noch eine weitere Rezension von H. Schmidt. Wow, die Rente muss echt scheiße sein, wenn man als ehemaliger Top-Moderator im Fernsehen nun Amazon-Rezensionen schreiben muss. Vorher? Ich bin total hin und weg. Die Wirkung ist absolut überzeugend. Siehe Bilder.
Wir haben die Akasha-Säule, die zudem noch eine echte Augenweide darstellt, gleich aufgestellt. Am nächsten Morgen waren die Kondensstreifen auf dem Bild über dem Fernseher verschwunden. Ich dachte erst, mein Mann hat ein anderes Bild aufgehängt, aber er hat mir versichert, dass es dasselbe Bild ist. Die Streifen sind einfach wie durch Zauberhand gelöscht worden. Das war die Säule. Und die Streifen auf dem Bild sind gar keine Kondensstreifen gewesen, sondern diese gefährlichen Chemtrails. Dann wollte ich Frühstück machen, Kaffee auf den Tisch stellen und so weiter, aber die Kondensmilch war plötzlich auch weg. Mitsamt Dose. Diese Zaubersäule eliminiert also nicht nur die Kondensstreifen von Flugzeugen, sondern alles, was Kondens ist. Wir wohnen in der Nähe eines Flughafens, aber die Flieger haben jetzt alle keine Kondensstreifen mehr. Das wäre übrigens auch komisch, wenn du in der Nähe eines Flughafens wohnst und sie jemals welche gehabt hätten, weil sie ja schon ziemlich tief fliegen und damit gar keinen Kondensstreifen mehr auftreten können. Zusammen mit unserem Orgon-Akkumulator und dem Isis-Beamer erzeugt die Akasha-Säule ein unglaublich starkes Kraftfeld, das sogar unsere bräsigen Nachbarn von uns fernhält. Auch der Postbote wird von dem Kraftfeld abgestoßen, wenn er Rechnungen einwerfen will. Ja, meine lieben Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn ihr auch einen tollen Amazon-Artikel haben solltet, den wir mal unbedingt reviewen sollten, dann lasst es mich wissen und schreibt ihn mir unten in die Kommentare. Oder schaut doch auch nochmal auf meiner Facebook-Seite Clemens Alive oder meinem Instagram-Profil Clemens Alive vorbei. Ich freue mich und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.